Ja, herzlich willkommen. Ich fange dann mal an. Leider habe ich gerade mitgekriegt, dass meine Timer-App hier nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn ich zu lange labern sollte, sagt einfach mal Bescheid. Ne? Thema Freifunk in Karlsruhe. Der Talk soll sich mit den Hintergründen, mit den technischen Hintergründen auseinandersetzen. Und ich bin echt erstaunt, wie viele Leute bei so einem schönen Badewetter hier sich eingefunden haben. Erstmal vielen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Was ich erwähnen will, ist, die Infrastruktur dahinter ist natürlich nicht der treibende Grund. Freifunk machen wir aus meiner persönlichen Sicht aus zwei Aspekten. Das eine ist die Politik. Wir wollen die Störerhaftung endlich ad acta legen, umgehen sie geschickt und vielleicht erübrigt sich irgendwann Freifunk, wenn es das nicht mehr geben sollte. Ich meine, dann kann man Freifunk noch für andere Dinge einsetzen, aber das ist eigentlich der Treiber. Der zweite Aspekt ist der soziale Aspekt, dass ich für freie Bürger freies WLAN anbiete, ohne mit Schnorchelei, ohne Vorratsdatenspeicherung und auch Leuten Zugang ermögliche, die sich das vielleicht jetzt vom Budget her nicht erlauben können. Also mir ist es persönlich zum Beispiel egal, wenn ich den ganzen Tag nicht da bin und mein VDSL-Anschluss eidelt vor sich hin, warum sollen die Nachbarn darüber nicht surfen? Also das sind die zwei wesentlichen Treiber und die Treiber führen dann zu einer Infrastruktur, über die ich heute erzähle. Ein paar Sätze zu mir. Mein Klarname ist Roman Meyer. Hier im Programm bin ich als SynPUSEP, das ist die Abkürzung für Synchronous Pulse Separator. Auf Deutsch nennt sich das das Amplitudensieb. Leute in meinem Alter, die noch analoge Technologie kennen, können vielleicht mit dem Begriff was anfangen, ist eine Baustufe in einem damals in der analogen Fernsehübertragung verwendete Baustufe, um Bildinformation und Taktinformation zu separieren. Mit dem IP-Protokoll bin ich seit 1992 unterwegs. Davor waren es eher ANSI-Mailbox-Systeme für die Leute, denen das genau was sagt. Ja, und ganz oben ist mein Reibhändel. Wer wissen will, was ich eigentlich arbeite, ist euer Freund. Ach, Entschuldigung, ich bleib direkt einfach mal beim Du, weil ich denke, in der Community ist das in Ordnung. Kurzer Überblick. Freifunk haben wir auf der letzten GPN, haben wir uns überlegt, Freifunk zu gründen. Für mich war das erste Mal hier in Karlsruhe. Ich habe dann darauf erfahren, dass es schon mal versucht wurde, aber irgendwie nicht abhob. Und das haben wir letztes Jahr dann nochmal gestartet, auch in einem, denke ich mal, größeren und koordinierteren Rahmen. Dadurch, dass es noch keinen Freifunk gab, hat die Freifunk-Community Karlsruhe natürlich sehr spät angefangen gegenüber anderen, wie zum Beispiel Berlin oder Dresden, die das teilweise seit 10, 15 Jahren betreiben. Das heißt, wir konnten auf der grünen Wiese anfangen hier in Karlsruhe, hatten keine Altlasten, die wir hinterherziehen müssen und pflegen müssen. Das heißt, wir konnten durchstarten. Wir haben uns dann durch persönliche Kontakte an das Rhein Land angebunden und dort ist die Organisation so, dass es von dem Rheinland-Verein, der ganz oben steht, gibt es sogenannte Domänen, wo dann Ortschaften gruppiert sind und die Freifunk Karlsruhe Community ist also eine Domain oder ein Domain-Mitglied von Alpufer. Jetzt kann man sich denken, warum haben wir es Alpufer genannt? Naja, Rheinufer war schon besetzt. Karlsruhe liegt auch am Rhein und dann haben wir uns überlegt, naja gut, dann nehmen wir mal die Alp. Also so viel vom Organisatorischen. Wir haben auch keinen eigenen Verein dafür gegründet hier in Karlsruhe. Wir sind einfach Mitglied oder wer es will, kann halt Mitglied im Freifunk Rheinland e.V. werden. Oder sollte das auch, wenn er uns unterstützen will. Ungefähr zur gleichen Zeit waren auch schon die Bestrebungen vom Rheinland e.V., Bemühungen oder die Bewerbung abgegeben worden, um RIPE-Mitglied zu werden. RIPE ist die
Organisation, eine der fünf großen RIAs, wo man IP-Adressen einfach herbezieht. Und die RIPE ist die Organisation für Europa, Mittlerer Osten und Russland, und alle, die da Mitglied werden, können halt IP-Adress-Ressourcen beantragen. Jetzt ist es so bei IPv4, dass der Pool wird ja immer knapper, und deswegen war es also Zeit, bei dieser Entscheidung RIPE-Mitglied zu werden, solange es noch IP-Adressen gibt. Das ist erfolgt im August letzten Jahres, ungefähr zur gleichen Zeit, wo wir noch im Aufbau waren hier in Karlsruhe, und deswegen haben wir uns quasi direkt an das Freifunk Rheinland Backbone, was damals auch im Entstehen war, angekabelt und haben mehr oder weniger als Beta-Tester für die komplette Infrastruktur gedient. So, und der Freifunk Rheinland betreibt halt dieses Backbone und stellt halt IP-Connectivity für nicht nur verbundene Communities bereit. Da komme ich aber nachher noch zu. So sieht das Ganze aus, wenn man das versucht, geografisch irgendwie zu verorten. Das hellblaue, das ist die Domäne Ruhrgebiet, die auch derjenige betreibt, der diese Karte für uns mal erzeugt hat. Normalerweise ist Alpufer darauf nicht zu erkennen, aber er hat es mal zusammengestückelt. Als Weihnachtsgeschenk, glaube ich, letztes Jahr im Forum hat er das gepostet. Und da kann man also schön sehen, wie im Rheinland die unterschiedlichen Domänen ineinander verschmelzen teilweise. Und wer jetzt direkt ans Rheinland angebunden ist und wer noch standalone unterwegs ist. Wenn man sich die große Karte vom Rheinland ohne Auswahl einer spezifischen Domain anguckt, dann sieht man da unten auch Karlsruhe als kleine Enklave, die da schon ein paar grüne Punkte erzeugt hat. Ein bisschen zur Statistik, die ist jetzt nicht vollständig. Der Kollege hat erst später angefangen, hier statistische Daten zu ermitteln. Aber was man an dem Graphen in der Mitte oben sieht, ist, dass innerhalb von zwei Monaten sich mal eben die Anzahl der Nodes hier verdoppelt hat. Also dank auch unserer PR-Truppe, die fleißig Werbung macht und die Werbetrommel rührt, haben wir also eigentlich ein ganz gutes Wachstum hingelegt für so eine junge Community. Andere, wie gesagt, machen das schon jahrelang und arbeiten da immer noch am Aufbau. Kommen wir ein bisschen zur Technik, die Topologie. Das ist jetzt ein Schaubild, habe ich auch geklaut. Ich war ehrlich gesagt zu faul, ein eigenes zu basteln. Ist aber im Prinzip nur eine Prinzipdarstellung. Das geht von links nach rechts, von links dem Client nach rechts ins Internet. Das stellt im Prinzip die allgemeine Freifunktopologie dar. Der kleine Nipsi da mit der Antenne, der Gluon-Node, ist im Prinzip der Access Point. Da haben wir hier auch einen hier zum Hochzeigen. Genau, das ist so ein kleiner TP-Link oder irgendwas. Da komme ich gleich zu. Der verbindet sich mit sogenannten FastD-Tunneln. Das sind VPN-Tunnel, die auch an der Stelle verschlüsselt sind zu sogenannten Supernodes. Die erkläre ich gleich auch noch. Das sind im Prinzip VMs, Router, Server, was auch immer. Irgendwas, was IP-Forwarding kann. Kann man nehmen, was man will. Und von dort aus verbinden die wiederum sich zum Freifunk Rheinland Backbone. Devices, die sind hier als Core-Router dargestellt. Hier ist nur Frankfurt und Berlin drin. Es gibt auch noch Düsseldorf. Kommt nachher nochmal. Und von dort aus geht's halt ins Internet. Diese verschlüsselte Verbindung dient einzig und allein dazu, die Störerhaftung vom Freifunkknotenbetreiber abzuwenden. Ansonsten ist das WLAN, was wir hier aufspannen, ist sowieso unverschlüsselt. Da kann jeder sich einklinken und schnorcheln, was er will. Deswegen gibt es dann weiter hinten im Backbone auch keine Verschlüsselung mehr, weil das ist eh offen.
Die Verschlüsselung an der Stelle dient nur dazu, dem Betreiber oder dem Aufsteller eines solchen Knotens die Rechtssicherheit zu geben, dass er nicht in die Störerhaftung genommen werden kann. Ich gehe jetzt von links nach rechts durch jedes einzelne Element dieser Infrastruktur durch. Also wenn man sich das mal kurz im Kopf behält, fangen wir mal mit dem Gluon-Node an. Die Firmware. Also Gluon ist im Prinzip nur ein Framework. Das haben, glaube ich, Lübecker Kollegen haben das ins Leben gerufen und arbeiten da auch fleißig an der Weiterentwicklung dran und wird mittlerweile von sehr vielen Communities eingesetzt. Einige migrieren noch gerade erst da drauf von ihrem alten Legacy-Firmware. Ist etwas aufwendig teilweise, wenn man da Altlasten hat, aber wie gesagt, wir hatten sie nicht. Wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen auf Gluon. Es macht viele Dinge einfacher und auch eigentlich für jeden möglich, sich da einzubringen. Die Community-spezifischen Einstellungen sind in sogenannter Siteconf und SiteMK. Die findet ihr in unserem Git-Repository. Das heißt, mit diesem Git-Repository von Karlsruhe und dem allgemeinen Gluon, was man auschecken kann, hat man eigentlich schon alles zusammen, um eine Firmware zu bauen. Wie gesagt, das Gluon ist nur ein Framework. Basierend ist das auf OpenWrt. Bleibt auch kompatibel mit den offiziellen Repositories. Das heißt, wenn man so einen Freifunkknoten hat mit einem Gluon, kann man ganz normal Zusatzpakete aus dem normalen OpenWrt-Repository zu installieren. Also wenn man das noch aufwerten will und selber noch Features benötigt, die wir jetzt standardmäßig nicht unterstützen, dann feel free. Die Hardware-Unterstützung ist ein bisschen limitiert. Also von den Images, die wir anbieten, das hat einfach den Grund, weil es nicht alle Chipsätze gleichzeitig Ad-Hoc-Modus und den Access-Point-Modus unterstützen auf dem gleichen Radio-Device. Das ist einfach eine Treiberunterstützung und inwieweit die Hardware-Hersteller da der Community entgegenkommen und Dokumentation oder eigenen Source-Code bereitstellen. Im Prinzip ist dieses OpenWrt so weit kastriert auf die Funktionen, die wir eigentlich benötigen. Das heißt, dieser ganze Clicky-Bunti-Einrichtungs-Fu, das ist alles entfernt oder wird halt gar nicht erst erzeugt. Dann gibt es da noch ein paar Zusätze. Das ist einerseits die Einrichtungsseite. Es ist also so ein kleiner Einrichter, wo man also wirklich nur die nötigsten Einstellungen, die Gröbsten vornehmen kann. Und es gibt einen Daemon, der nennt sich Alfred. Ich habe die Abkürzung vergessen. Das ist irgendwie in der offiziellen Wiki-Beschreibung steht drin, das ist ein Daemon, mit dem man alle möglichen Daten per Multicast in das Netz abstrahlen kann. Und wir benutzen ihn hier für Statistik. Das Interessanteste eigentlich an dieser ganzen Gluon-Entwicklung ist unter anderem, dass es da einen Auto-Updater drin gibt. Der macht es sehr leicht, eine ganze Community weiterzuentwickeln, ohne dass irgendwer eingreifen muss. Bei den Freifunk-Communities, die es schon länger machen, die haben teilweise Nodes mit einer uralten Firmware, die dann irgendwann auch nicht mehr kompatibel sind zum Rest des Freifunk-Konstruktes. Zeige ich nachher noch was zu. Zu dem Auto-Updater kommt jetzt, kann ich gleich noch in der Live-Schaltung dann zeigen. Habe ich eh vor. Also ich habe nicht so viele Folien, ich wollte das eine oder andere einfach am offenen Herzen zeigen. Hier meine Statistik über die Firmware-Entwicklung. Kann man schlecht sehen. Da ganz oben rechts wechselt die Farbe von Rot auf Blau. Das war ein Firmware-Update, das letzte, was wir eingespielt haben. Das haben wir einfach veröffentlicht und morgens um 4 haben alle Knoten, die auf Auto-Updater, was per Default enabled ist, einfach die neue Firmware gezogen.
muss halt keiner was tun. Die Infrastruktur wird darüber gepflegt, indem wir halt die Firmware dann online stellen und die Knoten sich die dann ziehen. Was passiert, wenn ein Update Knoten funktionsunfähig macht? Sollte nicht passieren. Und zwar aus dem Grund. Es gibt also drei Branches in unserer Firmware. Der erste ist Stable. Das ist auch der im Moment eigentlich nur verfügbar ist. Ich kann nur jedem raten, diesen zu benutzen, weil an dem ist zumindest alles Menschenmögliche getan, das zu verhindern, dass ein Knoten danach unbrauchbar wird. Bei den anderen sieht es anders aus. Der Beta-Branch ist im Prinzip derjenige, wo wir, bevor wir es veröffentlichen, quasi schon eine stable-artige Version, wo wir aber alle erdenklichen Szenarien durchspielen. Das heißt auch mal einen Knoten komplett neu aufsetzen und gucken, ob die Einrichtungsseiten, ob das alles tut und ob hinterher auch das dabei rumkommt, was wir uns vorstellen. Also da testen wir auch verschiedene Hardware. Und jeder, der uns dabei unterstützen kann, ist natürlich herzlich willkommen. Er muss halt schon mal seinen Knoten komplett platt machen und von vorne beginnen, um uns da helfen zu können und vielleicht auch das andere, ein oder andere Debugging durchzuführen. Und dann gibt's noch den Experimental, und da kann's durchaus passieren, dass das Ding hinterher nur noch als Briefbeschwerer fungiert. Also, wie gesagt, im Moment haben wir keine in unserem FTP-Verzeichnis, deswegen ist die Gefahr recht gering. Es sei denn, ihr kompiliert die selber und zerbröselt euch den Router. Achso, gut, dann zeige ich das eben. Das ist jetzt einer der Knoten, das ist natürlich meiner, logisch. Was der Auto-Updater macht, ist im Prinzip, er guckt in diese Datei rein, und zwar per Cronjob. Und ganz oben steht im Prinzip Auto-Updater, der ist enabled und der sucht nach dem Branch Stable, vergleicht das mit dem aktuellen Release, was er installiert hat, und spielt bei Vorlage eines aktuelleren Releases das einfach ein. Was da drunter kommt, das sind die Public Keys von den Firmware-Mitbauern. Einer davon ist von mir. Die werden signiert. Und ganz unten in dem Stable Branch kann man auch sehen, Good Signatures 2. Das heißt, ein Stable wird nur dann genommen, wenn zwei Firmware-Bauer signiert haben. Ansonsten wird das Update gar nicht eingespielt. GPG ist es, glaube ich, nicht. Es ist ein ECDSI, glaube ich, heißt es. Also im Prinzip signieren wir auch nicht die Firmware, wir signieren eine Manifestdatei, wo die MD5-Hashes der Firmware-Images drin sind, und das wird dann signiert. Oder vielleicht ist es gar nicht. Vielleicht weiß mehr ein anderer mehr. So, dann noch Fragen zu? Vielleicht direkt. Macht es den komplett automatisch, genau. Wo es schon mal Probleme geben kann, ist bei diesen Outdoor-APs, die PoE durchschleifen. Das heißt, wenn ein Knoten quasi an der Stromversorgung des ersten, dann könnte es sein, dass wenn der erste durchstartet und der zweite noch sein Update noch halb installiert hast, dann ist er unter Umständen nicht mehr benutzbar. Wobei bei den mir Bekannten, die haben immer noch einen Failsafe-Bootloader-Eintrag. Das heißt, die können immer noch mal, ohne aufzuschrauben und den Lötkolben ansetzen zu müssen, können die wiederbelebt werden.
Jetzt kommt ein bisschen fancy Zeug. Ich bin beruflich Netzwerker, hatte ich ja gesagt, seit einigen Jahren. Und als ich das erste Mal darüber gestolpert bin, habe ich erstmal gestutzt. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, wer macht denn sowas? Batman, das nennt sich Better Approach to Mobile Ad Hoc Networks. Muss man sich nicht unbedingt merken, ist aber ausgesprochen die Abkürzung, also die Batman-Abkürzung, deswegen auch die Punkte. Das Ganze ist im Prinzip ein Layer-2-Routing-Protokoll, was in Open Mesh Community entwickelt wurde. Es gab auch noch eine Userland-Implementierung, es gibt auch noch andere Implementierungen, aber Batman hat sich mittlerweile, glaube ich, in vielen Communities durchgesetzt. Das Praktische ist, das ist ein Linux-Kernel-Modul, ist also in Linux-Kernel seit, weiß nicht welcher Release drin, aber ich glaube schon im 2.6er-Zweig war es drin. Damit ist es auch Teil von OpenWrt, also nichts Spezielles. Findet jeder Linuxer auch auf seinem normalen Arbeitsplatz oder Server. Lädt nur keiner dieses Kernel-Modul, weil es außer in solchen Freifunk-Communities gar nicht gebraucht wird. Nachteil daran ist, gibt es inkompatible Versionen. Man muss also immer gucken, welche Batman-Protokoll-Version hat man geladen. Da gibt es dann natürlich bei neueren Debian-Releases, ist zum Beispiel im Moment die Version 15. Wir benutzen in unserer Community noch 14. Das heißt, man muss dann mit DKMS-Bild im Prinzip sich eine ältere Version zu seinem Kernel bauen. Wie gesagt, Layer 2 Routing hört sich ein bisschen krank an, ist aber so. Das Routing basiert auf MAC-Adressen. Das heißt, hier werden keine IP-Präfixe geroutet, sondern auf MAC-Adress-Layer. In dieser Routing-Tabelle ist auch noch eine Metrik drinne, oder in der Metrik enthalten ist auch die Linkqualität, gerade bei WLAN-Verbindungen, die ja dann schon mal etwas schwächeln könnten. Ist das ganz interessant. Es ist ein kleiner DHCP-Helper eingebunden, und zwar in der Form, dass die DHCP-Anfrage von Batman aus gefiltert wird und nur an den Knoten zugestellt wird, der seiner Meinung nach der bessere Knoten ist. Das ist aber auch das Einzige, was Batman wirklich manipuliert. Ansonsten switcht das einfach nur durch. Mit der Einschränkung, dass wir für bestimmte Pakete auch einen Rate Limiting haben. Aber ehrlich gesagt, so tief bin ich da noch nicht drin. Ich meine nur, es benötigt dringend Verbesserungen. Wir haben in einigen Communities ein Grundrauschen des Batman-Overheads. Der ist nicht für jeden DSL-Anschluss tauglich. Hier mal eine Darstellung, wo Batman überhaupt zum Einsatz kommt, also von der Anordnung genau wie die Topologiezeichnung am Anfang. Links ist der Client, der spricht ganz normales WLAN. Dann ist da dargestellt, dass das zwei Gluon-Nodes miteinander reden. Das ist also im Prinzip das WLAN-Mesh. Auf der Ebene wird Batman eingesetzt. Und von dem Gluon-Node zum Supernode wird das Batman-Protokoll auch auf dem FastD-Tunnel betrieben. Was man an dieser Darstellung schön sieht, ist, die Payload geht natürlich tierisch in den Keller, weil man nochmal enkapsuliert und nochmal einpackt und nochmal einpackt für die Leute, die es kennen. Also die Maximum Transmission Unit, die reduziert sich bei unserem Deployment auf 1406 Bytes. Auf diesem FastD-Tunnel speziell. Batman selber kann selber in sich nochmal fragmentieren. Das heißt, man bekommt davon nichts mit. Kostet aber Performance. Ist also auch nur ein Optimierungs-
fällt. Man sollte seine MTU schon runterstellen. Ja gut, wir verbreiten in der Community ganz normal 1500. Das heißt, der Batman muss bei extrem großen Paketen, bis er das dann durchbringt, muss er selber in sich fragmentieren. Dass mal jemand durchgebatcht macht, was es bringt, wenn man direkt seine 1406 einstellt? Noch nicht. Aber wäre interessant. Deswegen, das ist auch eine meiner Zielsetzungen, warum ich den Talk halte. Ich möchte Leute gewinnen, die sich daran beteiligen und sowas vielleicht mal ausprobieren. Also man kann die Batman-Fragmentierung abschalten und dann einfach schauen, wie große Pakete bekomme ich denn noch durch. Was Batman im Prinzip für den Endanwender macht, habe ich versucht, auf diesem Bild darzustellen. Es passiert nichts anderes, als dass alle Knoten in einer Community zusammengepappt werden zu einem großen. Also man muss sich das vorstellen, dass alle WLANs, die mit dieser SSID herumfunken und alle gelben Ports an diesen Plastikroutern innerhalb einer Community bilden einen großen Switch. Nichts anderes passiert da. Heißt auch, stöpsel ich was hier in den gelben Port rein, kommt das bei meinem Nachbarn oder den Abtrünnigen, der seinen Freifunk-Karlsruhe-Router vielleicht im Rheinland aufstellt, purzelt das dann da aus dem Netz. Ich habe das auch mal im Frühjahr gemacht. Ich habe einen in Amerika abgeworfen und das funktionierte genauso. Also ist völlig unerheblich. Ich zeige das mal kurz. Das ist im Prinzip die Tabelle oder die MAC-Adressen-Tabelle, die da übertragen wird. Und was man hier an der Stelle sehen kann, ich habe viele, viele Neighbors, habe ich hier über das Mesh-VPN, aber auch welche über WLAN 1. Das ist im Prinzip die Nodes, die in dem WLAN-Mesh erreicht werden. Ich kann das auch nochmal hochscrollen. Das ist eine ziemlich lange Liste. Und da oben sieht man aber, das ist Originator. Last Seen, das ist so ein Heartbeat, die senden alle 5000 Millisekunden, sagen die, hier, ich bin noch da. Dann gibt's Nextop, ein Interface und schon vorberechnete potenzielle Nextops. Das sind jetzt im Prinzip die Nachbarn, die er übers WLAN sieht, weil wenn sein eigener Uplink down geht, schickt das über den anderen. Kommt da eine ganze Oberhead? Ja. Kann man das nicht, ach, weiß nicht, auf 60 Sekunden reduzieren oder so? Kann man, aber dann ist bei einem Failover 60 Sekunden lang Funkstille und ja, wir haben uns im Moment auf 5 Sekunden eingeschossen. Kann man ändern, ja. Ist halt immer so eine Abwägungssache, wie schnell rekonvergiert das Netz in einem Fall von einer Störung und wie geduldig sind die Nutzer, die da dran angebunden sind. Weil erfahrungsgemäß ist ein WLAN, was nicht funktioniert. Entschuldigt bitte, aber wie hier, als die GPN gestartet ist, hat es auch erstmal nicht funktioniert. Ein WLAN, was nicht funktioniert, will keiner. Und deswegen dieser Ansatz. Dazu noch Fragen zu diesem Batman-Magie von der Technik her. Ansonsten habe ich noch ein paar Darstellungen. Das ist im Prinzip... Ja. Und das heißt, wenn die Zeit zu lang ist, zum Beispiel 60 Sekunden, kann es fast einen Tag lang dauern, bis eine Änderung im gesamten Netz bekannt ist, im negativen Fall. Ob man verschlafen, vielleicht 3-4 Minuten, aber im negativen Fall kann das halt über einen Tag dauern, und dann einzelne Teilnehmer im Netz nicht miteinander reden können. Klar, also die Anmerkung, falls es nicht jeder verstanden hat, war, dass wenn man den Timer zu groß setzt, bis das dann von Knoten zu Knoten durchpropagiert ist, kann so eine Änderung dann schon mal einige Stunden auch in Anspruch nehmen.
Was ich hier jetzt dargestellt habe, ist im Prinzip unser Graph, das ist aber der Inhalt des Batmans. Was ich jetzt nicht eingeblendet habe mit dem VPN, ich kann das aber mal interaktiv zeigen. Wenn ich jetzt den VPN-Knopf anmache, dann sieht man auch die Verbindungen. Na, jetzt ist der Ball sehr klein, zu den Supernodes. Und das ist im Prinzip die Information, die auch der Batman vom Protokoll her vorhalten muss. Das heißt, er muss jede Verbindung kennen, wo die lang geht. Hier noch eine Statistik, weil wir nämlich in Skalierungsgrenzen und dieses Grundrauschen, weil wir das ja eben angesprochen haben, das haben wir mit der letzten Firmware-Release, haben wir das auch versucht zu reduzieren und ist uns auch in Teilen gelungen. Das kann man an diesem Traffic-Management-Graphen erkennen. Das war genau bei Veröffentlichung der Firmware, hat das Gezappel etwas nachgelassen und ist auch nach unten gegangen. Damit haben wir versucht, die Batman-Grundlast im Freifunk etwas zu reduzieren. Es ist leider immer noch so, also an einem DSL 768er Anschluss, also wirklich draußen auf dem Land, macht Freifunk keinen Spaß. Muss man einfach so sagen. Das nächste, was im Prinzip in der Firmware anders ist wie im normalen OpenWRT oder man es halt konfigurieren muss, ist dieser FastD, eingangs schon angesprochen. Der ist ähnlich zu allen anderen VPNs. Der FastD ist aber optimiert für diese Plastikrouter, die also wirklich eine sehr begrenzte CPU-Ressource haben. Und gerade mit der Verschlüsselung ist das auch der Flaschenhals, der im Prinzip existiert. Den FastD kann man im Layer 3 oder im Tunnelmodus oder im Tab-Modus betreiben. Wir arbeiten hier natürlich im Tab-Modus, also als Layer 2 Bridge. Es gibt da keine große Unterscheidung. Es gibt also keine unterschiedlichen Server oder Client-Binaries. Das ist alles in der Config. Wie schon gesagt, das ist die Technologie gegen die Störerhaftung. Wenn es das Gesetz mal nicht mehr gibt, brauchen wir das auch nicht mehr. Können wir das im nächsten Firmware-Release abschalten. Und dann wird es auch schneller. Aktuell an Cyphers benutzen wir den Salsa 2012. Mit UMAC ist er etwas schneller geworden, sagt man. Gemessen habe ich es, also ich habe es versucht zu messen, aber ich habe nicht viel gemerkt. Aus Kompatibilitätsgründen unterstützen wir immer noch GMAC. Von der Politik her lassen wir jeden rein. Das heißt, wir hatten am Anfang, als wir mit Freifunk hier gestartet haben, wie viele andere Communities, musste man am Ende des Einrichtungsassistenten, hat man so einen Key angezeigt bekommen. Und da stand dann drin, bitte sende diesen Key an bla bla blub, um deinen Knoten zu registrieren. Das haben wir mittlerweile ausgeschaltet. Das ist also nicht mehr erforderlich. Funktioniert einfach so. Ja? Ich hätte eine Frage zu der Krypto. Relativ viele Wi-Fi-Access-Points bieten ja eigentlich AES-Encryption an auf dem Wi-Fi, die hier nicht benutzt wird, weil es ja offen ist. Ja. Kommt man nicht an diese Hardware ran, dass man die für Krypto nehmen könnte? Meistens ist genau an der Stelle die Open-Source-Unterstützung für diese AES-Offloading-Engines, die vielleicht in der einen oder anderen Hardware drin ist, nicht gegeben. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Nochmal zurück zu dieser Policy. Also wir lassen jeden daran verbinden an dem Freifunk. Das heißt, man kann sich diesen Router kaufen oder schießen.
oder wie auch immer, die Firmware installieren und es tut. Fertig. Falls mal der Fall sein sollte, dass einer von den Knoten Amok läuft oder einer so viel dran rumspielt, dass er das Freifunknetz zerfriemelt, können wir ihn immer noch blacklisten. Also das haben wir da drin. Das heißt, sobald wir den identifiziert haben, können wir den aussperren, damit er die Community nicht stört. Passiert in anderen Communities schon mal, dass Leute von einer Community in die andere flashen, aber dann nicht komplett neu und der Knoten hängt dann in Zweien drin und verbindet dann diese riesen beiden Wolken, zum Beispiel Rheinland und Köln-Bonn und Umgebung, und das gibt also ein riesen Tohuwabohu. Und danach ist erstmal Stillstand. Ich weiß nicht, ob man es hinten gut lesen kann. Das ist so eine FastD-Config. Da oben ist auch die erste Option ist die MTU 1406. Die ist in anderen Communities unter Umständen 20 Byte größer. Bei uns ist sie so klein, weil wir IPv6 unterstützen. Das heißt, der FastD baut ganz normal, probiert er erst IPv6 aus und dann ein Fallback über IPv4. Deswegen gibt es auch in den Peer-Einträgen gibt es unter List Remote diesen Alpufer 0 und Alpufer 1. Man könnte davor jetzt noch schreiben IPv4 oder IPv6. Das haben wir uns gespart, indem wir einfach voll Dual-Stack angebundene Infrastruktur betreiben. Der Vorteil daran ist im Prinzip die aufkommenden Kabelanschlüsse auch hier in der Region bieten oftmals zwar eine native IPv6-Anbindung, aber ein Krüppel-Internet, was V4 angeht. Und um da die Performance nicht noch weiter zu reduzieren, haben wir an der Stelle IPv6 im Einsatz. Jetzt kommen wir zu den Supernodes, da wo der Tunnel auch hinaufgebaut wird. Im Moment betreiben wir zwei. Ja, wir brauchen mehr. Wir kommen langsam in Regionen, wo es eng wird. Wir arbeiten im Hintergrund dran. Morgen ist eine Mitgliederversammlung im Rheinland. Und da geht auch einer von uns hoffentlich hin. Hat er mir versprochen. Und wird da unsere Belange auch zur Sprache bringen. Wir haben im Moment die zwei, Alpufer 0 und Alpufer 1. Auf dem Nuller läuft auch noch dieser Webseiten-Fu. Den kann man gegebenenfalls auch mal irgendwann verlagern auf eine dedizierte Maschine. Im Moment ist er noch da drauf. Das sind ganz normale VMs. Wir betreiben die unter Debian, andere betreiben die unter Edge und unter Gentoo oder Arch. Ist eigentlich egal. Keine Magie oder kein Spezialsoftware vonnöten. Man kann jeden Hosting-Provider nutzen. Ganz ehrlich, V4 ist natürlich bevorzugt, aus den eben genannten FastD-Gründen. Wenn natürlich die VM gar kein V6 hat, bringt das an der Stelle nichts. Deswegen bevorzugen wir da V6-fähige Hoster. Auf dem Supernode läuft ganz normal ein DHCP für dieses Legacy-IP und ein Router-Advertisement der IPv6 Stateless-Auto-Configuration anbietet. Dann macht die Kiste noch Network Address Translation, da komme ich gleich noch drauf zurück. Also im Prinzip haben wir da eine Art Carrier-Grade NAT im Einsatz, wo wir dann erst im Netz übersetzen. Ist das technisch notwendig oder dient es zur Anonymisierung? Das ist technisch notwendig. Ich sag's gleich noch, die Freifunk oder wir als Alpufer, wir haben 8 IPs. Oh. Darauf müssen wir alles übersetzen. Im Moment benutzen wir 2, also auf jedem Supernode eine. Das heißt, wir übersetzen alle V4-Zugriffe auf diese eine IP. Das heißt, die komplette Community hängt da hinter und ist damit natürlich dann auch unsichtbar.
Aber V6 ist nativ, also Vorsicht mit der Unsichtbarkeit. Also. Dann läuft da noch ein bisschen DNS, kann man aber auch auf andere Maschinen auslagern, haben wir jetzt einfach aufgrund des Aufwands auf auch diesen Maschinen abgeworfen. Die beiden Supernodes, oder wenn es dann mal mehr sind, bilden zusammen ein privates AS, ein autonomes System, mit der Nummer 65081. Wird so im Internet nicht geroutet, deswegen eine private AS-Nummer. Intern sprechen wir die Routing-Protokolle OSPF und BGP, in dem Fall halt IBGP, und verbinden uns zu den Backbone-Routern mit GRE-Tunneln, wie ich anfangs in der Topologie-Darstellung schon gezeigt habe. Und da sprechen wir dann eBGP, das heißt, wir peeren an der Stelle mit unserem privaten AS vom Freifunk Karlsruhe mit dem Public AS vom Freifunk Rheinland. Also ganz normale Provider-Technologie, wie man halt so ein Internet baut. Der Backbone selber vom Rheinland fungiert unter der AS-Nummer 201.701, ist eine 32-Bit-AS-Nummer, haben halt sehr spät angefangen, deswegen ist die auch so groß. Die haben noch ein Slash 22 bekommen, das bekommen alle neuen RIPE-Mitglieder. Mehr gibt's auch nicht. Das heißt, das war einmal und nie wieder. Bei V6 haben sie ein richtig großes Netz bekommen. Ich mache das ja auch beruflich. Wir haben damals noch ein Slash 32 bekommen. Man kann jetzt mittlerweile aufdrehen. Und die Default Assignment ist ein Slash 29. Man muss halt nur fragen und sagen, gib mir IPs. Ich rechne jetzt nicht aus, wie viele das sind. Das ist Hölle viel. Der Freifunk Rheinland Backbone besteht im Prinzip aus drei Lokationen, jeweils zwei Maschinen. Düsseldorf, Frankfurt, Berlin. Lokal ist an jeder dieser Lokationen ein Upstream-Provider zugegen, wo die jeweils zwei Maschinen angebunden sind. Es sind im Moment Planungen, auch ein Peering an der einen oder anderen Stelle einzugehen. Das heißt, man verbindet sich zusätzlich noch zu irgendeinem Internet-Exchange, sei es DKIX oder EKIX oder wer halt gerade in der Nähe ist. Vom Freifunk Rheinland bekommen die Communities oder Domänen, bekommen dann Prefixes assigned. Also aus diesem kleinen Topf, Slash 22 und dem großen Slash 29er. Wir haben halt dieses unten angegebene Slash 29, V4 muss man dazu sagen, das sind halt nur 8 IPs, mehr haben wir nicht. Bei V6 haben wir ein paar mehr. Und der Freifunk Rheinland Backbone stellt im Prinzip die Connectivity für Public IP bereit. Bedeutet, da werden auch nur öffentliche IP-Adressen drüber geroutet. Das heißt, eine Community, die sich mit anderen Communities direkt verbinden will, muss das über den sogenannten Intercity VPN selber bauen. Das ist jedem selber überlassen. Wie das aussieht, ist im Prinzip recht einfach darzustellen. Das ist von der Topologie die Verbindung, ob jetzt durchgezogen oder gestrichelt. Das sind alles GRE-Tunnel. An jedem Standort sind zwei Maschinen. Das heißt, die A-Maschinen sind alle direkt über GRE-Tunnel miteinander verbunden. Die B-Maschinen alle untereinander natürlich auch. Und wie jetzt in unserem Beispiel, die beiden Supernodes verbinden sich dann mit Tunneln zu diversen Backbone-Maschinen. Meistens sind es pro Supernode zwei Tunnel nach draußen. Und man entscheidet sich dann, packt man die alle in Frankfurt, dann hat man aber nur eine Region, in der man online ist. Also wir haben es jetzt so aufgeteilt, dass der eine, der Halbufer 0, sich mit den Supernodes A
in Frankfurt und Düsseldorf verbindet und der Albuf 1 mit den B-Maschinen in Frankfurt und Berlin. Das ist im Prinzip alles soweit. Habe ich noch für jeden, der hoffentlich neugierig geworden ist, noch ein paar Links. Gluon ist im Prinzip die Quelle fürs Gluon. Da steht eigentlich alles, wie man es baut, wo man dran drehen kann und wie man sich auch einbringen kann. Also Wünsche von meiner Seite ist zum Beispiel mehr Hardware-Unterstützung. Es gibt nämlich noch diverse Boxen, die auch auf einem Radio beide Betriebsarten unterstützen, die aber im Moment noch nicht eingepflegt sind. Wer mehr über den Batman lesen will, geht zu openmesh.org. Der FastD ist auch in dem Gluon-Zweig da drin als Dokumentation. Und ansonsten das Forum des Freifunks heißt jetzt Freifunk, hieß früher Freifunk Rheinland. Da haben sich mittlerweile alle Communities irgendwie in diesem Forum organisiert. Es sind also noch ein paar mehr. Und ich kann auch jetzt, wie viel Zeit haben wir denn? Knapp 10 Minuten sind noch. Ich kann auch gerne mal zeigen. Ich muss überlegen. Das ist jetzt der BGP-Prozess auf einem der Supernodes. Was man daran erkennen kann, diese hatte ich ja genannt, die AS-Nummer, die 201-701, das sind im Prinzip die Verbindungen, die wir zum Backbone unterhalten. Und die anderen sind alle über ein Intercity-VPN, weil wir da einige Partner, Freifunk, Netze drüber angebunden haben. Manche sind seit dem letzten Restart gar nicht mehr hochgekommen, also da ist immer irgendwas Brei. Das Schöne an BGP ist, man kann das sehr gezielt filtern und man muss also nicht den ganzen Müll, wenn mal einer Müll announced, akzeptieren. Ja, und ganz unten, das ist im Prinzip der andere Knoten, also das Albufer 1, mit dem diese Maschine natürlich auch Routen austauscht. Insgesamt kann man da an der letzten Zeile erkennen 500 Stück. Das sind jetzt die 500 empfangenen Routen von dem anderen Supernodes. Das heißt, die schieben sich gegenseitig die Informationen. Der eine sagt, ich habe hier irgendwas gelernt, gebe ich dir weiter und umgekehrt. So werden die Routing-Informationen da ausgetauscht. Und das Gleiche sieht für V6 ganz ähnlich aus. Ja, Fragen dazu? Wir kommen zu Batman. Ja. Die Keep-Alive-Messages werden per Broadcast global übertragen. Ja. Die werden auch wiederholt. Kann man die nicht einfach irgendwie auf 2 Hops begrenzen und stattdessen Change-Messages schicken, wenn dann einer verloren geht? Soweit mir bekannt, ist das genau in der nächsten Batman-Release in Arbeit. Weil dann hätte man das Problem mit dem riesen Overhead. Genau, ja.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, die Ankündigung ist, in V15 sind schon die Grundsteine gelegt worden, also in der Batman-Protokoll-Version 15, und in 16 soll es dann auch produktionsreif sein. Änderungsbroadcast kann man ja auch unverzögert propagieren, dann sollten auch die Updates schnell ins Deck genau. Ja. Könntest du was zu den könntest du was zu der Größenordnung von diesen, von euren Supernodes sagen? Also wie dicke VMs habt ihr da und was läuft da an Traffic im Moment so drüber? Die werfen so 2,5 T im Monat ab im Moment pro Maschine. Und das ist echt, müsste ich nachgucken. Schaue ich mal gerade. Ist eine ganz normale VM. Hat auch nicht viel Speicher. Ich glaube ein halbes, ja. Also die Ressourcen sind nicht unbedingt groß, die da benötigt werden. Der FastD frühstückt halt viel CPU. Und auch was eben erwähnt wurde mit diesem AES, das Problem ist nämlich, auf dem Supernode könnte ich mit der richtigen Compiler-Einstellung dann auch AES-Bausteine in der CPU benutzen. Hilft mir nur nichts, wenn der Plastikrouter das nicht kann. Ne? Und da ist für 18 Euro halt nicht viel AES-Hardware-Offload-Materie vorhanden. Ja. Wie sieht es aus mit IPv4 NAT auf den zwei Supernodes, wie wird da das Load Balancing gemacht, dass das stabil bleibt? Dass ich, wenn ich genattet werde, bei Legacy IP immer über den gleichen rauskomme? Das entscheidet ja schon der Batman im Vorfeld. Der Batman sucht sich im Prinzip ein Default Gateway schon raus vorab und erst wenn das ausfällt, schaltet er auf den anderen um. Wir haben das im Moment, ist auch die Verteilung, weil jeder Knoten nur einen FastD-Tunnel aufbaut. Zu welchem er den aufbaut, ist Zufall aktuell. Man könnte das mit Round-Robin-DNS noch ein bisschen mehr verteilen, aber im Moment haben wir da noch keinen Bedarf drin gesehen. Wenn dann dieser Tunnel ausfällt und damit das Gateway, dann müssen Verbindungen natürlich neu aufgebaut werden. Also in dem Moment zuckt es halt mal, aber bisher haben wir da noch keine Failover-Bedarf gesehen, irgendwie mit VRP oder irgendwas anderem Magischem im Hintergrund zu arbeiten. Wie funktioniert bei IPv6 der Störerhaftungsschutz, wenn man dann nicht anonymisiert ist? Genauso. Dafür ist Whoist da. Aha. Und zwar darüber. Die Postfachadresse für Anwaltsschreiben ist in Mönchengladbach. Das ist alles. Die IP-Adressen gehören dem Freifunk Rheinland. Das heißt, mit den IP-Adressen, mit denen man auch als Nutzer nach außen im Internet auftritt, sind Freifunk Rheinland-IP-Adressen. Das heißt, Abmahnanwälte sollten sich an diese Adresse wenden. Zu einem Team, ich glaube, aktuell sind es 2 Juristen, die der Freifunk Rheinland hat, die diese Schreiben beantworten oder in Ablage, wo auch immer. Wie bitte? Ich glaube, die Volljuristen werden sogar bezahlt. Das ist auch ein Grund, warum ich empfehle, wer uns unterstützen will, in den Rheinland e.V. einzutreten. Ich glaube, Mitgliedsgebühren sind 60 Euro im Jahr, also 5 pro Monat. Und darüber wird das Backbone finanziert, die Reibmitgliedschaft finanziert. Soweit ich weiß, ist der Freifunk Rheinland auch Sponsor dieser Klage von den Berlinern gegen die Störerhaftung.
die gerade noch anhängig ist. Also da gehen dann auch Gelder hin. In welcher Größenordnung ist denn ungefähr, also hier bin ich, in welcher Größenordnung sind denn die Menge der Abmahnungen und so weiter, was da pro Monat reinkommt? Keine Ahnung. Okay. Könnten wir aber die Kollegen fragen, die sind teilweise hier. Ja, hier vorne noch. Inwieweit ist das mit diesen 10.000 Benutzern oder Kunden, wo man dann Abwehr-Equipment quasi installieren muss, ein Problem? Ja, es könnte zum Problem werden, ganz ehrlich, wenn das Gesetz dann mal durch ist wieder, dieses neue Vorratsdatenspeicher. Überlegungen sind einfach, die Communities so klein zu machen, dass sie unter 10.000 bleiben, aktuell. Aber ganz ehrlich, das ist alles noch zu neu. Das ist nämlich die Frage, das müsste dann mit diesen bezahlten Juristen abgesprochen werden, wie man das zählen sollte. Gut. Noch eine Frage. Ja, hast du? Direkt dazu, dass diese 10.000 Nutzer, das gilt hauptsächlich für Anbieter von Telemediendiensten und da ist die Frage, ob der Freifunk Rheinland überhaupt so ein Anbieter ist, weil er eben kein Mail und Kram anbietet, sondern ein reiner Zugangsanbieter ist. Da ist, also das ist so eine Frage, die man da irgendwie erstmal juristisch klären müsste. Diese 10.000 Nutzergrenze ist ja gerade zum Beispiel bei E-Mail-Dienstanbietern, dass sie eben ab 10.000 Nutzern eine Schnittstelle zur Live-Überwachung anbieten. Und da der Freifunk Rheinland aber kein Mail und sowas anbietet, ist die Frage, ob der das überhaupt bauen müsste. Noch eine? So, was genau der Sinn ist, so, diese Firmware ist da drauf zu tun, weil ich habe mir überlegt, man könnte doch eigentlich einfach die Firmware, die Standardfirmware von meinem Router da lassen, dann könnte man einfach halt die Verschlüsselung, die WLAN-Verschlüsselung abschalten und so einen privaten VPN doch einfach einrichten. Also warum jetzt dieses Drumherum? Ich habe jetzt irgendwie... Ja, weil das Problem ist, wenn man einfach sein Gäste-WLAN an einer Fritzbox oder irgendetwas aufmacht für jeden, dann kann man halt in Haft genommen werden bezüglich Störerhaftung. Das heißt, wenn der Nachbar darüber illegale Musik-Downloads fährt, dann ist ja dieser Download mit der eigenen IP-Adresse draußen registrierbar. Aber das heißt, du bekommst das Anschreiben vom Abmahnanwalt. Selbst wenn ich jetzt einen privaten VPN nutze, oder? Wenn du einen privaten VPN als Exit-Tunnel irgendwo in Schweden deinen ganzen Verkehr rausleitest, dann natürlich nicht. Aber ich sag mal, das ist für jeden Individualaufwand. Und so kapseln wir quasi diese Funktionalität alles in der Firmware für den Endanwender. Das heißt, theoretisch bräuchte ich jetzt auch nicht diese Firmware jetzt, wenn ich das jetzt, sagen wir mal, selber jetzt einrichte, den VPN-Zugang. Nee. Nicht? Nö. Okay. Also man kann auch jedes OpenWRT im Prinzip so lange bearbeiten mit diesem Batman und dem FastD, dass es wie ein Freifunkknoten fungiert und damit die Infrastruktur mitnutzen. Also da vielleicht zusammengefasst, nichts muss, alles kann. Also, es ist jedem freigestellt. Okay, ich hätte noch eine Frage. Die Telekom bietet ja auch dieses Hotspot an, wo man ja auch sein WLAN theoretisch freigeben kann und so. Wo liegt jetzt der Unterschied zum Freifunk? Ja, der Unterschied ist im Wesentlichen, erstens ist es ein kommerzielles Produkt. Zweitens, wenn ich es anbiete, dann darf ich bei den anderen T-Online mit Anbietern mitsurfen, kann aber nicht an einem Kabel-BW-Anschluss irgendwie mich einbuchen. Und unseres ist völlig produkttransparent. Das heißt, Freifunk ist Freifunk, egal welche zugrunde liegende Infrastruktur der Anbieter ist. Noch eine könnte ich
verkraften. Wir sind jetzt durch. Zu der Sache mit dem Batman, soweit ich weiß, macht man ja auch den ganzen Aufwand, damit man einfach von einem Action Point zum anderen wechseln kann. Das heißt, wenn du in der ganzen Straße Freifunk-Action Point hast, entlangläufst, dann kannst du von Action Point zu Action Point wechseln und verlierst deine Internetkonnektivität nicht. Und ein anderer Punkt ist eben die Mesh-Funktionalität. Wenn dein Anschluss daheim ausfällt, dann und du einen Freifunknoten vom Nachbarn noch siehst, dann geht dein Freifunknoten eben über den Nachbarn ins Internet. Das ist halt der große Unterschied, warum man nicht eben jeder seinen eigenen Tunnel macht, der irgendwo in Schweden endet. Ja. Das war jetzt noch die Ergänzung vorher zu der Frage, genau. Warum man nicht jeder seinen eigenen. Das ist der oftmals beschriebene Vorteil. Aus meiner Perspektive ist mittlerweile eigentlich, also wir haben so eine flächendeckende Internetversorgung, also der Fall tritt wahrscheinlich kaum ein, dass man über den DSL-Anschluss des Nachbarns dann surfen geht, weil der eigene ausgefallen ist. Also meiner ist noch nie ausgefallen und ich glaube, der von den Nachbarn auch nicht. Also es ist technisch und theoretisch alles schön und gut, aber... Also so zuverlässiges Kabel BW jetzt nicht. Ja gut, das kenne ich jetzt nicht. Muss ich mal sagen. Also ich bin gerne vorweg. Okay, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich stehe natürlich jederzeit im Nachgang noch für Fragen zur Verfügung. Ich werde noch eine Zeit lang hier bleiben und die Kollegen haben gleich auch noch einen Workshop an dem Freifunktisch draußen. 17:30, genau. Danke. Okay.